Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu FIFA 15. Mit Al-Shabaab. Und NY City FC. Krass. Ja, das wird jetzt, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, ne? Was denn? Moslems gegen New York. Achso. Ups. Das war uns jetzt so nicht bewusst. Nee. Rafinha, oh, David Villa? Was? Was? Ist Rafinha nicht bei Bayern? Ja. Und ich habe David Villa? Was? Hä? Ich glaube nicht. Oder spielt er da mittlerweile? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gehen doch viele in die USA, oder nicht? Ja gut, aber David Villa? Warte mal, brech mal nicht ab. Ja, ja, ich hab schon. Drück jetzt nicht. Okay. Huch, da hau ich gegen das Mikro. Ich finde, das ist auch ein Spiel für El Monumento. Ja. Saunders, Fassay, Hernandez, Wingert, Borowski. Was kommt gar keine Aufstellung, okay. Warte, wir gucken noch. Ja. David Villa. Cool. Ja, und ich hab den Dings, den. Abdullah, Muad, Katab, Al-Astar. Warte. Al-Kairibi, Al-Karibiari. Warte, der kommt gleich. Rafinha. Vielleicht ist das ein anderer. Vielleicht ist es bei mir auch ein anderer. Ein anderer, der heißt Dorsten Villa. Aber Diskerut geht hier. Komm, Katab. Cut up den Kopf. Oh. Haben wir Billo-Tore hier stehen. Ja, aber echt. Selber aufgebaut noch. Im Spiel. Komm, Walid. Abdullah. Zu Al-Kaibari. Auf Atif. 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 Auf Antwi. Antwi müsste schießen. Komm, Al-Karibi. Ich hab Al-Karibi und Al-Kaibari. Da komme ich ja nie mit klar. Und Al-Mashadi. Oh, Al-Mashadi geht da durch. Shadi. Shadi. Ja, aber du bist gesponsert von Etihad. Ich wahrscheinlich von, weiß ich nicht. So. Rafinha. Sarafinha. Komm ran da, Villa. Da wie wir. Das könnte der sein, oder? Ist der echt so tief gesunken? Der Abdullah ist so tief gesunken. Abdullah, du musst einen hohen Ball spielen, wenn ich sag hohen Ball. Hat er nicht verstanden, er spricht nur Arabisch. Habala. Habala. Hoballa. Es stimmt übrigens gar nicht, dass WoW das letzte ist, was wir gemacht haben. Nee? Nee. Was denn? Evolved. Evolve. Ding. Das lief noch nach WoW? Ja. Nee. Komm, Antwi! Antwi dreh! Balleroberung im Mittelfeld. Ich glaube, hier lesen die nicht einen Namen vor. Oh! Saunders. Colonel Saunders. Auf Via. Gib mir den Ball. Ja, stimmt, wenn das der David Villa wäre, dann hätten die ja wahrscheinlich den Namen schon einmal genannt, oder? Ja, wenn passt oder so. Ebedebedeb! Boah, den habe ich drin gesehen. Wie hieß meine Mannschaft nochmal? Bei mir steht NYC gegen NYC. Oben. Bei mir steht NYC gegen Al-Shabaab bist du. Ah ja, Al-Shabaab. Warum steht bei mir denn NYC gegen NYC? Bei dir stehen auch die Werte anders. Das haben wir gerade gar nicht gesagt onscreen. Nee, stimmt. Dass wir verschiedene Teamwerte haben. Oh. Ja, kaum ein Unterschied, ne? Zu den Mannschaften von vorhin. Von gestern, von vorgestern. Ja. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. David Villa. Hat er gesagt? Hat er gesagt. David Villa. Tatsache, bei mir jetzt auch gerade. Spielt der in Amerika? Und dann auch noch in New York. Der Mullins. Und das, nachdem er so freigespielt wird. Komm, Abdullah.
Voll Billo, sich über Namen lustig zu machen. Ja, hab ich auch gerade überlegt, dass es echt traurig ist, dass wir beim Namen schon lachen. Hör doch mal auf damit. Danke. Geht doch. Ja, du musst doch nur mal sagen. So macht die Balleroberung Spaß. Du. Komm, Katab Abdullah. Katab heißt der mit Vornamen. Nee, irgendjemand anders. Ist egal. Der mit Handschuhen halt. Der gibt garantiert Freistoß. Hä? Was war das denn? Ein pseudo-schnell ausgeführter Freistoß. Warum steht denn da nie einer? Schon da einer von mir. Hör auf. Ich hab den Ball doch noch. Pfeift er den Vorteil nicht ab. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Achso. Pfeift aber doch. Für mich? Was? Gut, dass du auch so da stehst. Also ob sowas auch im echten Fußballspiel gibt, wo einer sagt, was, sie pfeifen für uns? Warum? Boah! Ja, das ist aber schon eher. Sparta-Style habe ich dich genommen da. Was sagt der Schiri? Man sieht ihn nicht. Er sagt Respekt. Gelbe Karte. Hallo Hose. Für Majed al-Mashhadi. Ja, Mashhadi. Alvarez. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Klar, den hat er ja gar nicht richtig getroffen. Warum spielt er überhaupt Fußball? Er hat den noch gar nicht richtig getroffen. Was ist denn das für ein Haiopai? David Villa. Was ist das denn, ey? 7-mal Ball gewechselt zwischen zwei. Oh! Boah! Aldo Sari! Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation. Was für ein schöner Sprung! Herzlichen Glückwunsch! Einfach nur ab ins Leere. Nee! Zack! Gehalten zunächst! Oh, da hätte ein Nachschuss kommen müssen. Sagt der Experte. Günther Netzer. Betonung liegt auf Ex. Guck, hier sieht man es nochmal ganz genau, das war kein Foul. Günther Netzer, Betonung liegt auf Ex? Experte. Ach so, ich dachte schon, wo ist denn bei Netzer ein Ex? Wie heißt der Typ, der immer mit dem Netzer da abhängt und die beste Freunde sind? Rainer Kallmund. Nee, den anderen, die sich immer gestritten haben. Ach ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat das mal gesagt mit dem Ex. Gerd Delling, wo du der sagst, da bin ich drauf gekommen. Da kann es ja nur der sein. Gib doch mal! Nee, das ist Antwies Ball. Das ist es! Das ist es! Die Möglichkeit! Ja, so gehen meine Kopfbälle auch immer. Was ist jetzt? Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Elb! Was? Meiner freut sich. Jason. Los, ey. Jason! The Rulo. Ach, jetzt steht NYC gegen SHB. Okay, jetzt hat es gerade geändert. Hat das ZDF gemerkt, ist ja gar nicht NYC gegen NYC. Lass mich doch mal... Ausreden! Ach komm, das wäre noch ein anderes. Noch voller Wut weg. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Wen haben wir denn noch? Wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit, Buschi. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel. Der sieht gut aus, den wechsel ich. Warum habe ich denn so einen schlechten Sturm im Feld, wenn ich den geilen Hazazi da habe? Hazazi? Wenn der Hazazi da ist, dann muss der Hazazi spielen. Und der A-Wahl auch. Nicht der B-Wahl, nicht der C-Wahl, der A-Wahl. Und der Al-Bishi. Wir machen uns schon wieder über Namen lustig. Das ist aber auch so leicht. Ja. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles. Warum werden wir denn sofort ausgebuht, sobald die Halbzeit beginnt? Komm, Hazazi. Ah, pass mal auf, ey. Müsste Abseits sein, ja. Ich war zwar gar nicht am Ball, aber gut. Nicht mal annähernd. Ich hab doch schon weitergepasst. Die Auswechselanzeige funktioniert auch top. Wenn du mehr als eine Person auswechselst, ist da immer ein Fehler drin. Ja, für sowas sagt der Torwart Dankeschön. Und einfach random der gegen den ausgetauscht.
Hör auf! Ey! Ich durchkomme! Hä? Das war doch keine gute... Was macht er? Sagt er, gute Flanke! Die beste Flanke, die ich jemals gesehen habe. Eine Bananenflanke. Eine Bananenflanke? Nemetz! Ja! Oh. Ach, nicht nur rumhampeln und rumspringen, ach so. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Wegpölen. Das ist ein Wort, das übernehme ich sofort in mein Wort. Ey! Nee! Pölen! Was machen wir? Hilfe, der Ball! Ich hab schnell in die andere Richtung. Ja, ich werde dich so richtig wegpölen heute. Das sagst du deiner Freundin, ne? David Villa. Villa. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Nein! Nein, David! Ja! David, lass es, David! Es tut mir jetzt voll leid für den, dass er in Amerika spielt. Ich mochte den eigentlich. Ja, war ja wahrscheinlich seine Entscheidung. Ja, wahrscheinlich wollte ihn in Europa keiner mehr. Und da ist, auch ist schon natürlich Ende das. Ende 30, oder? Ende 30! Ende 70 ist er doch gerade. Ein schönes Tor. Herrlich gemacht. Ja, wie alt ist der denn? Der ist doch schon jetzt uralt. Was? Ist schon uralt? Nicht? Ich hätte ihn jetzt auf Ende 20 geschätzt. Ich glaube, der ist älter. Und mit Markentrick klärt er da. Mutig. Wenn man kann, ist das kein Mut. Siehst du? Ich geh jetzt durch. Bis zu dem. Nemetz. Nemetz. Nemetz oder Ladet. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Oh, ey. Der Ball wechselt den Besitzer. Jetzt muss Huch. Die ich dachte, probier's mal. Den hat der Abdullah fest. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Was passiert denn hier die ganze Zeit? Yeah! Yeah! Hallo? Wo die Meisterschaft, die Freundschaftsspielsaison wird nochmal richtig spannend. Ja, stimmt. Dann sind wir gleich weit. Weit gleich weit auf. Weit auf sind wir dann. Adam Nemec. Ich mach jetzt noch schnell zwei, warte. Wir müssen schon drei machen, Leute. Okay. Okay. Hey, kann nimm doch. Kann nimmel. Warum, was heißt es, wenn beim Xbox Gamepad das Ding in der Mitte rund leuchtet? Dass der PC gleich kaputt geht. Achso. Nee, das hatte ich noch nie, jetzt keine Ahnung. Du weißt, was da leuchtet beim Gamepad, ne? Beim Xbox Gamepad. Die grünen Nupsel. Genau. Manchmal dreht sich das. Also da leuchten die alle mal nacheinander. Ich würde jetzt sagen, Akku fast leer, aber du hast wahrscheinlich Kabel, ne? Nee, ich hab Funk. Ja, dann wird das mit dem Akku zusammen. Ah, okay. Ich habe ewig nicht mehr auf der Xbox gespielt, ich weiß es nicht genau. Aber das macht als einziges Sinn. Nemetz. Ah, oh. Oh. Komm! Nägel! Torwart! Das ist keine Aufgabe für den Torwart. Tritt den Saunders. Nee, nicht wirklich. Da wollt sie mich jetzt aber poppen. Da hast du gedacht, so safe sind wir. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon das gebe ich hier gleich zurück. Guck mal. Oh, oh, oh! Ein harmloser Roller. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Damals. Als wir im Krieg gespielt haben, mit den Bomben als Fußbällen. Da war nämlich ein Kullerball. Hat sie... Ja, wie schießt der denn? Ist der denn bekloppt, der Hatzazi? Gesundheit. Hatzazi. Wahrscheinlich waren das die Eltern bei der Geburt. Ich finde gut, dass wir aufgehört haben mit den Namen. Ich kann nicht anders. Nein! Oh. Da ist er wieder, der Konjunktiv. Ach, dein Torwart heißt Konjunktiv. Ja, ja. Ja, geh mal weg. Achtung, Nest. Achtung, Nest. Oh, da ist einer verletzt.
Das hat er verdient, die Drecksau. Oh. So, wer ist denn da verletzt? Wenn ich jetzt hier gucke, ist keiner mehr verletzt. Hä? Aber ich wechsle trotzdem mal aus. Ich nehme Grabavoy, kommt rein. Ja, das klingt gut, ja. Und Velasquez. Mhm. Ich glaube, mehr darf ich nicht wechseln. Obwohl es ein Freundschaftsspiel. Scheiße. Ja, echt. Natürlich auch voll die falschen Leute, aber ist egal. Torwart in Sturm, macht nix. Wer weiß auch, wie man schießt. Hat er ja auch schon mal gemacht. Ja. So, ich habe jetzt umgestellt. 3-5-2. So, jetzt geht's los. Bei den Hausherren. Jetzt ist er Nein, bist du denn bekloppt, Junge? Der hätte für 2 Punkte gezählt. Komm, mach ihn weg. Oh, 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 schade. Da jo. Wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus. Substitution. Substitution. Velasquez. Was für eine What the fuck war das denn? Ja, guck mal, der hat einfach gedacht, dein Kopf wäre dabei. Ach so. Boah. Ach, es war ein Eigentor. Was? Mein Kommentator sagt, hat so ein dummes Eigentor. Nimitz. Das war ein Eigentor? Scheinbar. Oh! Jetzt ist er ganz frei durch. Der könnte passen. Yes! In der 87. Minute das 3-1. Keine Adrenalinschübe mehr. Schönes Tor, mit Atif. Atif. Nee, es kommt viel, viel zu spät. Komm, jetzt viel, viel zu spät. 2-3. 3-2. Heitetei. Mach doch auch nochmal ein Eigentor. Okay. Aber in deins. Ja, okay. Ist ein Deal. Warte. Moin. Oh. Moin. Ich möchte dich so gerne grätschen, aber es geht. Er wehrt sich mit aller Kraft. Lass mich. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Abseits? Ja. 4 Minuten nur. Oh, oh, oh. Das wird eng für dich. Spiel auf Zeit. Ich möchte dich jetzt nochmal so richtig übel weggrätschen, warte. Machen wir es nochmal spannend. Oh ja! Wenn ich den jetzt halte, habe ich gewonnen. Genau. Komm, David. Oh, David Villa gegen Mugambe hier. Abdullah. Warte. Oh. Huch. Ja, Elfmeter muss ich noch üben. Ach, das war nicht extra? Nein. Doch, doch, klar. Nee, war extra, ja. Extra, extra vorbeigeschoben. Haben deine Fans Flaggen mit Comic Sans geschrieben? Da, der Marachi, Mahadashi war das Eigentor. Der Idiot. Der wird jetzt gleich erstmal geköpft. Ja. Ein Spiel, das ist das entscheidende Spiel. Boah. Ist das spannend? Wenn wir unentschieden spielen, haben wir beide gewonnen. Hm. Ja, ich klinge verlockend. Tja, ein Spiel noch. Oh, 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 welche Mann? Nehmen wir da wieder die ersten Mannschaften? Oh Gott. Oder wir nehmen international. Okay, das genau. Können wir mal mit das Finalspiel. Aber ja, wir sagen noch nicht wen. Nein, das ist noch geheim. Übrigens, international ist bei mir auf Position 2. Ach stimmt, bei mir auch, ja. Argentinien ist Position 2. Ach so, weil ich Argentinien, alles klar. Ich habe gedacht, international. So, das würde ja keinen Sinn machen. Nein. Okay, dann die Spannung steigt morgen, das finale Endspiel. Wer das gewinnt, gewinnt, was gewinnt der denn? Eine Nacht mit Error. Ja. Ja, okay.
Gut, dann morgen entscheidet sich das und wir danken euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr habt viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Zum letzten Mal bei FIFA 15. Macht's gut. Tschüss, Jan.